So, dann machen wir uns mal gleich auf den Weg zum ersten Meeting für eine weitere Quest. Aber erstmal habe ich mir gedacht, halten wir den kurzen jungen Mann hier mal kurz an und fragen mal, was so los ist. So, ich bin natürlich hier, um jedem zu helfen. Ich By bin voll George, der the Held. city could use more like you. Let's head up to Dragon's Reach then and see the Jarl. He's Hab ich schon gemacht. quite right, Der wollte aber nicht and he groß mit can mir set you reden. on the path. Ain't sure if they're taken on. If by Erzählt mir ein Jarl, bisschen was, bla bla maybe bla. they're Ich sag keen to jetzt steal. mit den Companions wieder. Right. Ich frage noch ein bisschen Up aus. So. my oath, Ob er hier they're lebt. saying Der Dragon erzählt has mir noch ein bisschen returned to was. Skyrim. Haben sie Not auch. So. there. That's Haben wir noch nicht weird. gesehen bis jetzt die Drachen, aber ich weiß, dass sie hier sind. Jetzt können wir entweder zu den Companions gehen. Oder aber wir gehen zu der guten Mathilda, wie ich es jetzt einfach mal nennen möchte. Aber bevor wir das machen, machen wir jetzt erstmal die ganzen Questen an, damit wir auch wissen, wo wir hin müssen. So. Weil, das sieht man nämlich nur jetzt. Die ist nämlich hier. Und da ist Leader of the Champions. Companions, nicht Champions. Dann würde ich sagen, erstmal mit ihr reden oder erstmal mit denen reden. Erstmal mit denen reden, denn da bin ich eher in der Nähe. Das ist nämlich hier links um die Ecke direkt, hier oben. Mit dem Anführer der Companions sprechen. Klopf, klopf. Hier komme ich. Mad Mike mit der Doppelaxt. Und der weiblichen Art und Weise. War ich den Those two Arsch at zu it again. versohlen. Oh, cool. Kampf. Ja, los, prügelt euch, prügelt euch. 5 Gold auf den Dunkelelfen. Ja, das waren noch Zeiten, als man sich einfach prügeln konnte, ohne dass dann irgendwie die Polizei ankommt und einen verhaftet hat. Na komm, wie sieht's denn aus hier? Ja. So. Okay. Where do you stand on the war? Can I join the companions? Ja. Ja, bla 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 bla. Oh nein, ich glaube, ich habe verloren. Ich habe 5 Gold verloren. Na gut, egal. Wer ist denn Chief? Du bist in Charge hier. I'm in charge of me and you're in charge of you. Oh. If you're looking to join up, Kodlak's the one to be talking to. Kodlak? Kodlak? Yeah. Siehst du? Ne, das ist Winger Greymane. Das ist einer von denen, aber mit schöne Waffe hinten drauf. We Mal großer? Greymanes have been feuding with the battle boards for years. Aye. We used ja. to be fast friends. Ja, warum nicht mehr? Long ago. Warum? We were two of the city's oldest and most. Ja. But then Ulfred got rich and decided he and his kin were too good for us. When the troubles began, he took the Empire's side. We haven't spoken much since then. Da la la. Clans, die sich verstritten haben, weil sie reich wurden oder nicht. Man kann im Prinzip hier wirklich alles sich anhören im Deutschen und im Englischen, aber letzten Endes bin ich nur darauf aus, so schnell wie möglich noch mehr Questen zu bekommen. Und wir gucken jetzt erstmal nach dem Anführer. Ich glaube, der ist hier unten drin. Jorskar. 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 Schnitze. Blutwurst. Mach schon, geh auf. Oh, I'm Hilfe! Tilda und du bist Raya. Später. Good day. Brich dir nicht den Nacken, wenn du mir hinterher guckst. So, wo ist denn? Ja, das sieht gut aus, genau zu dir muss ich. So, was ist los hier? I would like to join the companions. Here, let me have a look at you. Yes, perhaps a certain strength of spirit. Ja. Master, you're not truly considering accepting her. I am nobody's master, Vilkas. Last I checked, we had some empty beds in your vassal and those with a fire burning in their hearts. I have the fire burn in my butt. This isn't the time. I've never even heard of this outsider. Sometimes the famous come to us. Sometimes nicht so lange labern.
Macht mal voran hier. Das ist richtig. I can handle myself. This is Vilkas. He will test your arm. Vilkas, take her out to the yard and see what. Yay, battle! Ich hoffe, ich hau ihm jetzt nicht gleich zu Brei. Let's go. Out in the yard. Come on. Started, take up arms. Na dann gehen wir mal los. Das Schöne ist, dass man jetzt relativ schön sieht hier, wo man lang muss. Da war ich vorher, als ich erstmal gespielt habe, auch ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. Ich überleg immer, warum habe ich diese komischen Zeichen an den Türen? Was hat das zu bedeuten? Muss ich da jetzt irgendwas machen? Mittlerweile weiß ich ja, dass ich da hin muss, weil es da dann meine Aufgaben gibt. Ein Steel Battle Axe, hübsch. Na gut. Wenigstens rennt er und ich muss ihn nicht hinterher kriechen. Und hinaus, um uns einmal kräftig gegenseitig eins aufs Fressbrett mit unseren Äxten oder Skimitaren oder was auch immer zu geben. Ich darf noch keine Magie anwenden, aber das habe ich nicht vor. Mein letzter Charakter war ja, wie gesagt, Battle Mage. Und mein jetziger ist, geht in Richtung Ranger, Barbarian, Mischmasch-Gedöns. Aber ohne zwei Handäxte, weil Äxte ist doof. Das muss nicht sein. So, was soll ich machen? The old man said to have a look at you. Ja. Let's do this. The old man. Time to end this little game. Na komm, das zuerst. Du darfst zuerst. Na komm. Wie er sich nicht traut. Don't just stand there. Ja, natürlich habe ich einen guten Arm. Nochmal? Okay. Stufe. Ja. Was? Ah, jetzt muss ich auch noch diese kleinen Rennereien machen. Ist dem so. Was hat er denn für ein schönes Schwert? Erstmal leveln. Was machen wir? Health oder Stamina? Ich brauche beides zum Kämpfen. Aber ich werde erstmal das eine ausrüsten. Aufrüsten vor allem. Und dann das andere. Ein Perk habe ich wieder. Die Frage ist, welche Art von Rüstung werde ich nehmen? Ah, warte mal. Schmieden. Kann ich schon irgendwas Neues schmieden? Sieht nicht so aus, ne? Denn dafür brauche ich 30 und das wird noch dauern. Man kann ja relativ schön sehen auch schon, was man weiter ausbauen kann. Und das wäre zum Beispiel... Sneak wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Weil you are harder, 20% harder to be detected when sneaking, was beim Bogenschießen natürlich nicht schlecht wäre. Jetzt will ich aber nochmal vorher gucken. Leichte Rüstung, könnte ich einen Punkt reinstecken. Aber momentan habe ich ja... ich bin immer so... Ich weiß es meistens nicht. So, hier brauche ich 40. Okay, hier kann ich schon mal nichts mehr reinstecken. Das ist schon mal ganz gut. Da muss ich erstmal ein bisschen kräftig auf die Arme hauen. Schwere Rüstung. Ist das Problem, kann ich damit noch schleichen? Gibt es Abzüge? Ich glaube nicht, dass es Abzüge gibt, oder? Smithing habe ich schon genommen. Also ich bin momentan zwischen Sneak, leichter Rüstung, Heavy Armor. Ich glaube, ich nehme tatsächlich, lass mal gucken, Increased Armor Rating for Light Armor by 20%. Ich glaube, ich bleibe bei Sneak erstmal. Denn ich will ja wirklich mich auch durch die Gänge schleichen können. Zack, ist der Punkt weg und wir sind wieder ein bisschen heftiger geworden. So, ich soll auf jeden Fall jetzt zur Skyforge gehen. Ich weiß ja noch, wo sie ist von damals. So viel habe ich dann doch noch in Erinnerung. Dann machen wir das direkt mal. Und ja, wie gesagt, ich muss unbedingt noch einen besseren CPU kaufen. Ab und zu muss es dann doch mal ganz schön rattern. Und derzeit ist es so, dass es ziemlich warm ist und dementsprechend natürlich ein bisschen länger braucht.
Achso, wups, nein. Fertig. Das war Better Vampires. So, du sollst das Schwert schmieden, also schärfen. That attitude would get you far. If you were some stuffy merchant or a yarl. Around here, you'll want to learn to live your own life. Remember, ja, klar. Nobody rules. Not actually a companion. My name is Eorlin Greymane. Well, I'm not sure. Kadlak is the harbinger. I have a favor to ask. I've been working on a shield for Aella. My wife is in mourning and I need to get back to her soon. Okay. I'd be much obliged if you could take this to Aella for me. Well done. Nächste Quest. Bring ein Schild zu Aella. Aella nehmen wir auch gleich mal rein. Das ist quasi das da. So, aber bevor wir das machen. Got a lot of steel to shape. Eben. Quite a fortune you have here. I've got here. What do you have for sale? Und eventuell hat er sogar bessere Waffen. Er ist ja ein bisschen besser. Aber er hat es nicht. Er hat zwar einen Mighty Steel Great Sword, aber meine jetzige Waffe ist definitiv besser. Waffentechnisch sieht er jetzt auch nicht so riesig aus, dementsprechend auch nicht so toll. Und verkaufen tut er einiges, aber jetzt auch nicht so die Riesendinger. Also von daher, ja, gehen wir es lieber wieder zurückbringen. Na, hey, gibt's auch Ärger. Genau, die Abkürzung hier, hüpf. Und bringen ihm erstmal sein Spielzeug wieder. Die Frage ist, ist er doch draußen? Ist der Knilch, den ich verprügelt habe, gerade eben noch draußen? Oder ist er schon wieder reingeklettert? Ich glaube, er ist wieder reingeklettert. Ah, er sitzt da, da sitzt er doch. Hier, du willst dein Schwert wieder haben? Moment, kann es sein, dass die Quest einfach nur das Abgeben war? Achso, habe ich gemacht. Das heißt, ich muss einfach nur Aella ihr Schild wieder bringen. Und Aella ist genau wo? Also auch da drin. Na, oder sie ist gerade... Ne, sie ist drin, so wie es aussieht. Dann suchen wir drin mal kurz die Aella. Also ich bin momentan bin ich so ein kleiner, ja, so ein Handlanger, so ein Laufbursche, so ein Botenjunge. Das ist natürlich, ja, ganz toll. Nicht, ich würde wieder rumrennen und irgendwelche Sachen zerkloppen. Aber jeder kleine Held fängt mal auch wirklich klein an. Das heißt, er wird rumgeschubst und gesagt, du machst dies, du machst jenes, du machst das. Aber es ist nun mal ein Adventure und da muss man auch mal langsam ein bisschen die Brötchen kleiner backen. So, Aella hätte ich gerne. Nee, will ich nicht, ich suche Aella. Das ist Ria, das ist irgendwer. Du bist Tova, du bist so ein anderer Knilch. Okay. Also laut der Dings da gibt's die da. Ne, hier hinten ist sie. Da. Die ist irgendwo... Hier. Hier ist sie drin. Hallo. Isgrimor himself. I have your shield. Good. I've been waiting for this. Are you new here? Yep. I told you. This is the whelp that Vilkas mentioned. Ah, yes. I heard you gave him quite a thrashing. Don't let Vilkas catch you saying that. Do you think you could handle Vilkas in a real fight? Ja, klar. Whoa, he's up there. But there's no need to kill a shield brother over a dispute. Na, ist ja kein Dispute. Here, let's have Farkas show you where you'll be resting your head. Yay, ich krieg meine Unterkunft. Did you call me? Of course we did, Icebrain. Icebrain. Mädel ist weg. New blood. I'm still here. Oh, hello. I'm Farkas. Move. What? Move. You've entered the command state. To issue a command to your follower, move the reptile until a command appears, then press E to give that. Follow me. Okay. I can't keep helping you with everything. Let's get going. Skjorn and Aella like fine. What? But they're good people. What? They challenge us to be. What? Aber ich seh's gar nicht. Ah, attacks, cure, etc. I can't keep helping you with everything. Will do. No, oh, ups. Okay, dann still have something you need? We've stopped. What is it? Ja, ist bisschen doof. Your feet need to be quick and your eyes quicker. Nice to have a new face around. It gets boring here sometimes.
I hope we keep you. This can be a rough life. The quarters are up here. Er flirtet mit mir. Fall in it when you're tired. Thelma will keep the place clean. She always has. All right, so here you are. Looks like the others. Yay, ich habe meine erste Unterkunft. Come to me or Ayala if you're looking for work. Once you've made a bit of a name for yourself, Skjor and Vilkas might have things for you to do. Good luck. Welcome to the companions. Dankeschön. Super. By the way, if you're looking for something to do, we've gotten a letter about someone needing some muscle right here in Whiterun Hold. I don't know what the fuck. I just need no more than Alles that. Klar. I don't want to hear about. Try not to get carried away. So, und hier haben wir auf jeden Fall meine kleinen Mitbewohnerinnen, die gute Ria und die gute Njada. Finde ich gut. Und hier kann ich also schlafen und mich ausruhen. Finde ich schon mal gut. Klasse, und hier werde ich jetzt auch gleich mein kleines Schläfchen machen, denn es ist viel zu warm. Bis dahin, Mad Mike.